Eberswalder, die in den letzten Wochen vielleicht des Öfteren in der Stadtverwaltung zu tun hatten, sind garantiert zwei neue Gesichter aufgefallen. Camilla und Camilla, beide sind Auszubildende aus der dänischen Partnerstadt Herlev. Bereits zum dritten Mal findet dieses Praktikum im Rahmen der Partnerschaftsarbeit statt. Die beiden jungen Frauen können sich sehr gut auf Deutsch und Englisch verständigen. Dennoch war es für beide nicht immer einfach, denn in der Verwaltung und auch sonst sprechen nicht alle Englisch. Seit Anfang März absolvieren sie in der Eberswalder Stadtverwaltung ein Azubi-Praktikum. Nach insgesamt 4 Wochen haben sie viele Einblicke in die deutsche Behördenarbeit erhalten. Wir waren die erste Woche im Bürgeramt, haben die nächste Woche im Schul- und Kita-Bereich, dritte Woche im Verwaltung der Stadtverordneten und diese Woche im Recht- und Ordnungsamt. Wir haben so ein bisschen alles angeschaut, ein bisschen hier probiert und so, Wohnungswesen probiert. Waren im Besuch an Kita und Jugendtreff, Jugendschule, Realschule, haben viel gesehen und vieles erlebt, finden wir. Haben ein bisschen von alles gesehen, ja. In Dänemark dauert die Ausbildung zur Stadtverwaltungsassistentin nur 2 Jahre, knapp ein Jahr haben die beiden schon absolviert. Unterschiede zur dänischen Verwaltung gibt es einige. Wir finden, die größte Unterschied gibt es im Bürgeramt. Ja, das ist die größte Unterschied, weil wir haben ja länger Öffnungszeiten und haben nicht so aufgeteilt wie da. Schul- und Kita-Bereich fast das gleiche. Rechts- und Ordnungsamt haben wir überhaupt nicht in Stadtverwaltung. Das ist die Polizei macht das Ganze. Das ist alles neu für uns, weil wir haben keine Ahnung davon. Aber es zählte nicht nur die Arbeit, auch die Freizeit wurde groß geschrieben. Die zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung zeigten den beiden Däninnen viele Sehenswürdigkeiten in Eberswalde und Umgebung. Die Klosterkur in hat uns gefallen, sehr viel. Das war ein ganz, ganz schönes Kloster, finden wir. Also wir haben fast alles im Eberswald gesehen. Tierpark war ganz schön, oder? Ja. Ja, die Freundlichkeit von den Leuten hier, also sie haben uns alle so, oh, wir möchten uns gerne das zeigen und das zeigen und das finden wir schön. Ja, schön gewesen. Am vorletzten Tag besichtigen die beiden noch die St. Maria Magdalenenkirche in Eberswalde. Kantor Hermann Euler führte Camilla und Camilla durch die Kirche. Und hier ist der Teufel, ja, und der holt die Bösen ab und hier sind Feuerflammen in die ewige Verdammnis oder wie man früher gesagt hat, ins Fegefeuer. Das Interesse war groß bei den beiden. Hermann Euler erklärte alles ausführlich und verständlich. Ganz besonders stolz ist er natürlich auf die Orgel. Zum Dank für den Besuch spielte er nur für Camilla und Camilla. Zum Abschied gab es von Kantor Hermann Euler noch ein paar Informationsbroschüren, dass die beiden jungen Frauen auch ihren Kollegen in Dänemark die Schönheit der Maria-Magdalenen-Kirche zeigen können. Dieses soll aber nicht der letzte Besuch in Deutschland gewesen sein. Ich denke schon, ja. Um jedenfalls bei Frau Reimann zu besuchen. Bei Frau Reimann haben die Däninnen in den letzten Wochen gewohnt und wurden rundum verwöhnt. Der Einblick in die deutsche Behördenarbeit hat sich für Camilla und Camilla sicherlich gelohnt. Am Freitag ist für beide der letzte Tag. Dann sind 4 Wochen vorbei. Wir bekommen morgen Besuch von Frau Fuhrmann vom Kita und Frau Saske vom Bürgeramt, vom Rathaus und Frau Paustian. Und sonst glaube ich nicht, nein. Ich habe keine Ahnung, was. Eine kleine Überraschung vielleicht? Eine kleine Überraschung haben die Mitarbeiter der Stadt am Freitag bestimmt noch geplant. Samstag früh geht es dann wieder Richtung Norden. 9 Stunden mit dem Zug bis in die Heimatstadt Herlev in Dänemark.